Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Gestern haben wir einen Garten gemacht, heute werden wir den Fluss endlich mal machen. Aber erstmal bringen wir, glaube ich. Oh Gott, ist mein Inventar noch voll. Habe ich gestern noch irgendwas gemacht? Nee, habe ich nicht. Auf jeden Fall, das kommt da weg. Den Rest tun wir erstmal wieder ins Haus rein. Und oh, falscher Knopf wieder. Mal wie immer einfach, ne? Ne, dich wollte ich ja zum Museum bringen. Und das kann alles hier weg. Haben wir gestern nicht allzu viel gebraucht. Dann müssen wir gleich. Okay, den Fluss. Den Fluss. Och man, diese Bäume im Inventar, ne? Die nerven mich echt. Ich glaube, ich sollte die nur noch fällen. Dann habe ich nicht das Problem, dass ich die im Inventar habe. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe doch 7 Stunden und 40 Minuten geschlafen, circa. Oder? Oh, vielleicht doch nicht. Oh ne, Pamela, mit dir will ich nicht reden. Nee. Go away from me. Go away from me. So, wir gehen erstmal am Strand entlang. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schatz, Leute. Da ist der Schatz ja schon. Super. Was haben wir drin? Komm, was Cooles. Ich möchte mal noch Bambusboden, den haben wir, glaube ich. Noch nicht? Oh. Den haben wir noch gar nicht. Okay, super. Super. Schneiderei hat auch schon offen. Wie viel Geld habe ich mit? Genug. Das klingt ja super. Dann gehen wir da gleich auch sofort hin. Hier haben wir Lukis. Der will auch nicht nach Hause. Ihr könnt auch mal langsam alle wieder nach Hause gehen, Leute. So. Lukas, jetzt bist du doch sauer, oder? Nee. Ja, doch, ist er. Sehr gut. Sehr gut. Ziel wieder erreicht. Kann ich hier entlang? Natürlich nicht. Dann muss ich das hier leider einen weiter nach rechts machen. Immer noch nicht? Oh mein Gott. Jetzt aber. Jetzt passe ich da wieder durch. Ja, Leute, ich habe ein bisschen zugenommen in meinem Muschelkleid. Aber vielleicht finden wir jetzt irgendwas Neues zum Anziehen. Vielleicht sind wir dann ein bisschen dünner. Nee? No body shaming, bitte. Danke. Aber ich muss sagen, wenn man hier jetzt hier hochguckt, sieht man das Museum zwar nicht mehr. Sieht man es hier besser? Oh jo, hier sieht man es besser. Das sieht cool aus. Ja, das gefällt mir schon. Natürlich, vorne muss noch eine Bank hin. Keine Frage. So, gehen wir hier rein und gucken. Hallo Tina. Ja, ich gehe selbst mal gucken, was du heute im Angebot hast, ne? Ich erwarte schöne Schuhe. Schöne Schuhe erwarte ich. Ich habe ja schöne Schuhe gesagt, ne? Also Hosen und so. Habe ich nicht gesagt. Neoprenanzug auch nicht. Hä, sieht nicht gut aus. Also bis jetzt. Ich nehme mal die in Weiß mit. Schuhe. Ja. Habt mich wieder enttäuscht, Leute. Habt mich wieder enttäuscht. Nein. Nicht tragen. Sorry, dafür war das nicht so schön. Das Muschelkleid ist schon irgendwie cool, aber ich hätte irgendwas Cooleres für mich als männliches Wesen. Oh, ich mag diese Blumen hier, wirklich. Können wir mal eben einmal gießen hier, damit ich vielleicht noch mehr dieser schönen Blumen hier bekomme. Die sehen echt schön aus. Also nicht die weißen, sondern die anderen. Oh, hier haben wir auch schon wieder einen mehr bekommen. Cool. Oder vielleicht nicht. Nee, ich glaube, das stimmt schon so. Wie es hier ist. Ich habe noch kein einziges Fossil gesehen. Nicht ganz so cool. Ich kann auch mal wieder Bewohner besuchen, aber nur die ich mag. Rüdiger zum Beispiel nicht. Rüdiger zum Beispiel nicht. So, hier unten könnte Herr Gillewa liegen.
Aber nur wenn er will. Nur wenn er will. Ich will niemanden zwingen, hier an meinen Strand angespült zu werden. Boah, wir haben so viele Blumen, Leute. Worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? Hier ist auch niemand drin. Dann müssen die Fossilien ja hier oben alle sein. Gehen wir die einmal ab, gehen die Herr Eugen und danach können wir auch schon loslegen mit dem Fluss. Also ich habe die Wege hier gezogen. Schon mal ein bisschen. So, hier ist ein Haus, dann hier. Ist jemand drin? Nee. Okay. Okay, dann suchen wir mal hier nach Fossilien. Da hätten wir schon mal eins. Ja. Hier haben wir auch noch eins. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich bin gleich verabredet, deswegen ich kann heute nicht allzu lange. Und ich kann gar nicht sehen, wie lange ich überhaupt kann. Die. Warte, wie viel? Ich habe mir vorgenommen, so 20 Minuten kann ich heute aufnehmen. Wir sind bei 6 Minuten. Okay, okay, da haben wir noch ein bisschen. Bisschen Zeit, bisschen Zeit. Oh. One Knopf. Ah, heute kommt auch Star Wars raus. The Resistance Staffel 2. Oh, da freue ich mich ja drauf. Ach, tote Mädchen lügen. Ich habe mir jetzt auch ein Release-Datum. Ich glaube, der 4.6. ungefähr. Mega geil. Oder war das nicht der 4.6.? Doch, ne? Doch, die letzte Staffel. Ich bin so gespannt. Ich bin richtig hyped mal wieder. Wo ich bei der dritten Staffel und bei der zweiten viel, viel gehypter gewesen war. Aber die haben mich auch nicht enttäuscht, die Staffeln, tatsächlich. Staffel 2 war, wie ich schon öfters gesagt habe, eher so ein Zusatz für Staffel 1. Ich denke, das wird jetzt auch so ähnlich mit Staffel 4 gehandhabt werden. Dass alles aufgeklärt wird und sowas. Ja. Ja, das denke ich. So, hier haben wir auch nichts. Der Aufgang ist jetzt weg. Super. Super, super. Warum ist das... Da oben, ich wollte sagen, da oben ist das Fossil, aber hier kann natürlich ein Fossil sein. Aber ich sehe hier keins. Oh, hier ist überhaupt keins. Sehr schön. Okay, dann. Wie viel haben wir? Ja, 5. Ist in Ordnung. Ist Rainer da? Habe ich jetzt auch wieder nicht geachtet. So, hoch. Bitte, pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen die Fossilien analysieren? Ich hätte ja 5 Stück. Bitteschön. Ah, okay. Okay, okay, okay. Er hat alles. Aber ich habe was, was du noch nicht hast. Oh nein, ich habe gestern vergessen, die Sonnenblumen zu kaufen. Die ich so gut fand. Ach man. Jetzt bin ich schon wieder sad. Sad as fuck. So. Ja, Wissenschaftsgemälde, ja. So, danke, danke. Da schauen wir natürlich gerne vorbei bei Wissenschaftsgemälde. So langsam fühlt sich unsere Kunstausstellung. Unsere Kunstausstellung. Wo haben wir es denn? Hier schon mal nicht. Dann hier hinten wahrscheinlich. Hm. Nee. Nee. Ah, hier. Ach, das war das Bild. Achso. Der vitruvianische Mensch. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Um 1487. Feder und Tinte auf Papier. Diese Zeichnung basiert auf den idealen Körperproportionen, beschrieben in der Architektura. Verfasst wurde diese Abhandlung von Vitruvius, einem Architekten aus dem frühen 1. Jahrhundert vor Christus. Leute, entschuldigt mich, ne? Es ist nur sehr, sehr früh. Ich bin gerade erst aufgestanden und mein Gehirn ist noch ein bisschen matschi-matschi. Muss auch gleich noch Hackfleisch aus... Ach nee, ich habe mir Schnitzel aufgetaut. Stimmt. Guck mal. Ich habe die letzten 2 Tage eigentlich nur noch Spaghetti Bolognese im Kopf, weil ich das schon so ultra lang nicht mehr hatte. Aber die Eier, die müssen weg. Deswegen gibt es Schnitzel, Leute.
Schnitzel. Vielleicht mit Pommes dazu. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, Assisa ist da. Oh, super. Supi. Ich hoffe, du hast wieder was Cooles dabei. Mysteriöse Tapete, bitte. Ja. Kann man auch mehrere von denen kaufen und die sind anders. Das wäre auch cool. Na, sonst könnten wir... Wir können es ja mal ausprobieren, ob es klappt, dass wir uns auch andere Sachen gibt. Als jetzt nur diese zwei hier. Bitteschön. Ich frage mich ja, wie viele mystische Tapeten es überhaupt gibt und so. Da, das wäre vielleicht auch noch ganz cool zu wissen. So, bitte noch eine, dann kann ich das nämlich vergleichen. Ach so. Ah, man darf eh nur zwei kaufen. Okay, Parkplatzboden und weiße Schokoladenwand. Ich glaube, das haben wir schon gehabt. Wir können gerne mal eben schauen. Hier ist mein Haus, genau. Gehen wir mal eben gucken. Ich glaube, mit dem Fluss bauen wird heute nichts. Müssen wir morgen machen. Weiße Schokoladenwand. Ja, die hatten wir auf jeden Fall schon, glaube ich. Horizontal und auf dem Boden. Auf dem Boden, vertikal, wäre so. Ja, cool. Wie glaube ich eigentlich den Boden hier? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall ins Lager. So. Dann habe ich hier irgendwas Cooles dabei. Nee, ne? Nee. Hätte ich höchstens noch einen Brachiosaurus, den ich aber glaube ich nicht mehr brauche. So, dann gehen wir noch kurz zum Laden. Und dann können wir noch 6-7 Minuten Fluss bauen. Fluss bauen. Dafür muss ich gleich meine Karte öffnen. Oh, ein Piano. Das hole ich mir aber sofort. Ach, Mann, ey. Ja, ich hole gleich Geld. Ich hole doch gleich Geld. Filmpreise, bitte. Oh, 72 ist ja mal wieder gar nichts hier. Und lasst mich raten, ihr habt ja auch nichts Besonderes. Was habt ihr hier? Müll. Genau, Müll. Müll. Ich verkaufe aber mal eben meine Sachen hier. Will was verkaufen. Das und das. Haben wir heute... Welchen Tag haben wir heute? Freitag? Ja, Freitag. Okay. 19.000, okay. Bitteschön. Und tschüss. Tschüss. Okay. Dann holen wir mal eben das Geld. Oh, gestern mal hier eine Fliege, ey. Oh, das war ja nervig. Also sie war nicht laut, aber ich habe sie trotzdem gesehen. Und dann habe ich sie eingefangen. Ja, ich habe sie eingefangen und rausgeschickt. Und dann kamen sie wieder rein, Leute. Dann kamen sie wieder rein. Da dachte ich mir so, Mann, guck mal, ich töte die dich, ja, und dann kommt sie wieder reingeflogen oder was. Ich fand das schon sehr, sehr frech. Gucken wir mal eben hier. Super. Und hier gucken wir auch mal eben rein, das ist die Bambus-Dings. Wir müssen wieder ein Haus verschieben, das habe ich auch vergessen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, welches. Und zwar da. Koala ist schon da oben. Jesse, Koala sind schon da oben. Lukas, Renate, Edde, Emily, Mischka oder Misusu. Wer ist. Ach, Rüdiger ist das. Dann würde ich jetzt sagen, glaube ich. Ja, Edde. Verschieben wir jetzt Edde.
Dafür muss ich mal ganz kurz meine Karte aufmachen. Da. Achso, mein Mikro war eigentlich nah genug dran. Ich öffne mir die persönlich für die Seite, damit ich das vom Weiten auch noch sehen kann. Okay, da kommt ein Haus hin. Das haben wir. Da kommen zwei Häuser hin. Okay, packen wir auf jeden Fall. Packen wir. Nuckmein. Nicht Nuckmein. Mann, was laber ich denn hier schon wieder? Bankautomat. Auszahlung. 300.000. Nehme ich jetzt mal mit. So, super. Beenden. Und dann setzen wir uns hier mal zu Nuki. Nuki, komm, beeilen Sie sich mal. Oh, hallo Moritz, willkommen in der Bauberatung. Wie kann ich Ihnen helfen? Infrastruktur. Lass uns reden. Position ändern, bitte. Ich möchte gern ein Wohnhaus versetzen. Edde. Da. Haus von Edde? Okay, und kosten 50.000. Ja, bitte, mach mal schneller. So stehen die Dinge, also ja, möchtest du an die Stelle ziehen, die Moritz für dich aussucht? Aber unbedingt, eine brandneue Aussicht vom Fenster, besser geht's nicht, Gronkh. Vortrefflich, dann ist ja alles geklärt. Super. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. So, der Plan steht hier. Dann findet man einen schönen Platz für ihn. Ja, das mache ich schon. Das mache ich schon, Herr Tumnuk. Bald ist auch der Museumstag. Ist er nicht heute? 15. Ich weiß es gar nicht. Ich kann gleich mal nachgucken, aber irgendwann war der doch. Aber Eugen hat uns nicht darauf angesprochen. Ah. Okay, also hier wäre ein Haus. Und hier dann irgendwie. Natürlich schwer. Vielleicht machen wir den Weg dann so. Habe ich irgendwie nicht ganz so gut eingeplant tatsächlich. Könnten das Haus natürlich hier machen. Aber dann vielleicht hier hin. Wo ist es denn da? Hier herrichten. Vielleicht sogar noch eins nach oben. So, hier herrichten, bitte. Ja, mal sehen. Hier müsste eigentlich gut sein. Ja, sehr schön. Ja, ist okay. Super. Oh, dann hat Edde nämlich einen ganz, ganz kleinen Vorgarten. Finde ich auch ganz cool. Und dann... wir kaufen noch schnell das Klavier. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute noch spielen kann. Das ist mir jetzt sehr... Ach, da oben war der Laden. Ich muss nämlich mich jetzt fertig machen. In 20 Minuten muss ich schon weg. Und ich liege noch nackig in meinem Bett. Und hab noch nichts gegessen, Leute. Noch nichts gegessen. So, hier. Schnell. Klavierscheren will ich haben. Konzertflügel, ja. Nehme ich. Danke. Kann man darauf spielen? Das testen wir natürlich noch. Weil... Was wäre es sonst, ne? Wofür braucht man sonst einen Klavierflügel, wenn man nicht darauf spielen kann? Platzieren. Okay, man kann darauf spielen, sehr, sehr schön. Und damit beende ich den Part und wünsche euch einen schönen Tag. Euer Pianist Kamito. Tschüss.